Beginnt die Pressekonferenz. Es ist ein tragischer und sehr trauriger Tag für die Germanwings und für die gesamte Lufthansa-Familie. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir heute über dem französischen Department Alpes-de-Haute-Provence in Südfrankreich ein Flugzeug der Germanwings verunglückt ist. Dieses Flugzeug war auf dem Weg zu einem planmäßigen Linienflug von Barcelona nach Düsseldorf. Das Flugzeug hat heute Morgen um 6.48 Uhr Düsseldorf verlassen und ist mit 122 Passagieren nach Barcelona geflogen und ist dort pünktlich um 8.57 Uhr gelandet. Das Flugzeug hat Barcelona um 10.01 Uhr verlassen, mit dem Ziel Düsseldorf. An Bord waren 144 Passagiere, darunter zwei Babys und insgesamt sechs Besatzungsmitglieder. Zwei im Cockpit und vier in der Kabine als Flugbegleiter. Das Flugzeug hat, so sind unsere Erkenntnisse jetzt, um 10.35 Uhr, es sollte um 11.35 Uhr landen, und es hat um 10.45 Uhr seine Reiseflughöhe von 38.000 Fuß, der regulären Reiseflughöhe auf dieser Strecke, erreicht. Das Flugzeug hat diese Reiseflughöhe nach einer Minute wieder verlassen und ist in einen Sinkflug eingetreten. Dieser Sinkflug, so sind unsere Erkenntnisse jetzt zur Stunde, hat insgesamt 8 Minuten gedauert. Der Kontakt des Flugzeuges zum französischen Radar und den französischen Fluglotsen ist um 10.53 Uhr auf einer Höhe von ca. 6.000 Fuß abgebrochen. Das Flugzeug ist dann verunglückt. Das Flugzeug hatte, wie gerade erwähnt, 144 Germanwings-Gäste und sechs Besatzungsmitglieder an Bord. Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen Airbus A320 mit der amtlichen Kennung AIPX. Das Flugzeug ist 1991 von Airbus an Lufthansa ausgeliefert worden und ist seitdem ununterbrochen für Lufthansa und seit Januar 2014 für Germanwings unterwegs gewesen. Der letzte Routinecheck des Flugzeuges hat gestern am 23. März in Düsseldorf durch die Lufthansa-Technik stattgefunden. Der letzte reguläre C-Check, der letzte große Check des Flugzeuges, ist planmäßig wie in den Airbus-Handbüchern im Sommer 2013, hat im Sommer 2013 stattgefunden. Beim Kapitän des Flugzeuges handelt es sich um einen Kapitän, der seit über 10 Jahren für Lufthansa und Germanwings im Einsatz ist und auf dem Modell Airbus bis heute etwas über 6.000 Flugstunden geflogen ist. Ein Team der Germanwings ist zur Stunde in Düsseldorf, um den Angehörigen, der auf der Flugliste befindlichen Namen und die Angehörigen zu informieren. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir selbstverständlich zunächst sowohl unsere Gäste als auch
unsere Kollegen im Cockpit und Kabine und deren Angehörigen informieren, bevor wir Namenslisten bekannt geben können. Ein Team von Lufthansa, Airbus, Germanwings und Lufthansa Technik ist auf dem Weg, zur Stunde auf dem Weg zur Absturzstelle, um bei der Untersuchung des Unfalls das Bestmöglichste beizutragen, um schnellstmöglich herauszufinden, warum unser Airbus verunglückt ist. Das Wichtigste zur Stunde ist aber unser tiefstes Bedauern gegenüber den Gästen, den Angehörigen der Gäste, den Angehörigen unserer Crew, über den Verlust ihrer Angehörigen. Unsere Gedanken und Gebete sind ausschließlich mit unseren, mit den Opfern. Und wir werden parallel selbstverständlich zusammen mit den Behörden alles tun, um die Ursache dieses Unfalls schnellstmöglich und vollumfänglich aufzuklären. Ich habe bei der Auflistung der Expertenteams, die unterwegs sind, gerade natürlich ist dort das Luftfahrtbundesamt und die französischen Behörden selbstverständlich diejenigen, die eine Untersuchung leiten und die wir unterstützen nach bestem Wissen und Gewissen. Vielen Dank. Ich würde Sie jetzt bitten, kurz den Namen und die Redaktion zu sagen, sodass wir das nacheinander abarbeiten können. Bitte schön. Alexander Rudi von RP1. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, gab es noch Flugkontakt, einen Notruf, den die Piloten absetzen konnten oder nicht? Da gibt es unterschiedliche Meldungen. Und zum Zweiten lässt sich erklären, warum man nach einer Minute die Reiseflughöhe verlässt, acht Minuten in den Sinkflug geht, um dann an einem Berg zu zerschellen. Also ich habe für alles, was das Fliegen, die Fachexpertenfragen des Fliegens, haben wir unseren Chefpilot Kenan Scheib hier. Nur eine Information, wie in diesen Fällen, müssen wir jetzt sehr genau schauen, wo kommen welche Informationen her. Wir sind auch deshalb sehr daran, sehr wichtig für uns, dass wir die genauen Ursachen so schnell wie möglich aufklären. Kenan. Also zu dem Notruf können wir aktuell noch keine genaue Aussage treffen. Auch wir haben dazu widersprüchliche Aussagen bekommen, auch von der Radarleitstelle. Da sind wir aktuell noch in der Klärung, ob da ein Notruf abgesetzt wurde oder nicht. Zur zweiten Frage mit dem Sinkflug, auch da ist es momentan nicht zu sagen, warum der Kollege jetzt in den Sinkflug gegangen ist und das auch so schnell und ohne das vorher mit der Flugsicherung abzusprechen. Also auch da haben wir aktuell keine weiteren Hinweise bzw. Fakten, die darauf schließen könnten, weshalb er in den Sinkflug gegangen ist. Dankeschön. Herr Schaas, RTL NTV. 6:48 auf Düsseldorf, ich meine, das war der erste Flug des Tages. Ja, genau. Und die andere Frage, gab es auf dem letzten Flug vor dem Flug irgendwelche Auffälligkeiten bei der Maschine? Es gibt keinerlei Auffälligkeiten an der Maschine. Selbstverständlich wird jetzt die genaue Historie der letzten Tage und Wochen dieses Flugzeuges exakt dokumentiert. Das ist alles in den Büchern vorhanden. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir können jetzt noch nicht spekulieren. Es ist erst vor wenigen Minuten eigentlich passiert. Und wir können uns im Augenblick primär um die Angehörigen kümmern, was immer wir können, um dort Klarheit zu haben. Und wir müssen dann mit allem, was wir in der Lufthansa-Gruppe haben, ob Technik, ob Flugbetrieb, ob Cockpitbesatzungen und alle anderen Experten, zusammen mit den Behörden, zusammen mit Airbus, schnellstmöglich herauskriegen, was ist genau passiert. Herr Obermeier. Michael Obermeier, der Deutsche Rundfunk. Drei Fragen, eine anschließend an Ihre letzte Aussage. Ich kann verstehen, dass Sie natürlich nicht sagen können, wer auf der Maschine war, aber ich will nicht sagen, wie viele Deutsche an Bord waren, wie viele Leute, die aus dem Rheinland stammen. Sie werden ja vermutlich nach Düsseldorf, wo Sie nach Düsseldorf gehen, kommen, das ist der erste Frage. Die zweite Frage wäre,
Es ist ja vor einigen Tagen bekannt geworden, dass ein A321 Ende des Jahres Computerprobleme hatte und da in Sinkflug gegangen ist. Haben Sie daraufhin Ihre Flotte dann hinterher untersucht, ob dieser Computerfehler eventuell auch an Bord Ihrer Maschinen vorkommen könnte? Das ist ja immer die gleiche Familie. Vielleicht die erste Frage. Wir gehen zur Stunde davon aus, dass 67 deutsche Staatsbürger an Bord waren. Diese Zahl kann sich aber noch ändern, da wir bei Buchung und bei Check-in das nicht unbedingt in jedem Einzelfall prüfen können. Die Passagierliste liegt vor und sie wird in diesen Minuten in Düsseldorf mit den dort anwesenden Angehörigen natürlich vertraulich und in Privatsphäre ausgetauscht. Zur Frage des 321, der Kenan. Genau, da kann ich was zu sagen. Und zwar dieses Problem, was Sie ansprechen, dieses Computerproblem, was der 321 ja wohl gehabt hat, kann man aktuell bei unseren Fliegern sagen, dass diese Computer ausgetauscht wurden. Also die hatten jetzt die neueste Version von Airbus verbaut, sodass dieser Fehler dort eigentlich nicht hätte vorkommen dürfen. Bitte schön, der Kollege ganz zum Schluss. So, Karl-Arlington, Deutsche, der letzte englische Programm. Is it normal for a plane to be in service for 24 years, or is it acceptable for a plane to be in service for that long? I think it's acceptable. Because the maintenance standards inside the Lufthansa Group are worldwide known as very high, and as long as you have your maintenance schedule in place and follow all the procedures together with the manufacturer, there is absolutely no issue with the age of an airplane. Die Kollegin? Wir werden alles tun, was nötig ist. Deshalb werde ich da auch jetzt keinen Zeithorizont geben, sondern wir werden alles zusammen mit den Behörden, zusammen mit den Herstellern, zusammen mit allen Experten, natürlich so schnell wie möglich, aber auch so professionell wie möglich. Wir wollen wissen, was passiert ist. Das ist unsere Verpflichtung gegenüber den Angehörigen, aber auch gegenüber den Angehörigen aller, die für Germanwings arbeiten und aller Passagiere, die täglich mit uns fliegen. Ich darf nur eine Nachfrage stellen. 24 Jahre altes Flugzeug, ist das nur das älteste, was in Ihrer Flotte ist, oder gibt es Flugzeuge, die sogar noch älter sind? Der Airbus 320 gibt es ungefähr seit diesen Jahren und sie werden seitdem unfallfrei in der Lufthansa-Gruppe eingesetzt. Es ist von daher gibt es verschiedene Flugzeuge innerhalb der Gruppe, die in diesem Jahrgängen die Fabrik verlassen haben. Herr Staatsanwalt, hat das Unglück irgendwelche Konsequenzen für Ihre weiteren Flugzeuge? Ich glaube, dass wir und das ist traurig an einem Tag wie heute, dass wir stolz sind auf die Qualität unserer Sicherheitsanstrengungen, unserer Ausbildung, sowohl im Cockpit als auch in der Technik. Unsere Gruppe fliegt seit 60 Jahren nach diesen Standards. Selbstverständlich wird alles, was durch die Aufklärung dieses Unfalls nötig ist, was zur Klärung beitragen kann, von uns auch durchgeführt. Ich meine, die Frage bezog sich vor allem darauf, wird der Flugbetrieb ganz normal weiter fortgesetzt? Wir setzen den Flugbetrieb ganz normal weiter fort. Bitte schön. Ich weiß es leider nicht, weil Sie bei der Buchung Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre keine weiteren Daten. Es gibt keine Passkontrolle in Spanien, weil das zum Schengen-Raum gehört. Aber auch das werden wir schnellstmöglich jetzt aufklären. Das ist die Vermutung. Ich wollte noch mal sagen, es ist im Augenblick der Wissensstand. Wir wissen genau, wer an Bord war. Wir wissen exakt, wer wo im Flugzeug gesessen ist. Aber wir klären das jetzt zunächst erstmal mit den Angehörigen. Bitte schön. There are no Chinese passengers, as far as we know today. Die Kollegin nochmal. Ja. So, Jared Money again from Deutsche Welle. Just a follow-up question on what the colleague said. I think
Regarding the other A320s, are there any plans to take particular controls now, measures to investigate their standards at this time? That is what other air carriers have done in the past. Absolutely. If they've grounded a whole fleet. Are you going to be doing that? Absolutely. We have, right now, we are 3 hours after the incident, and we have to investigate properly with all the professionals what went wrong. The moment we know what went wrong, of course, there will be measurements immediately in place to have an incident like this never happen again. But while you find out, can't you ground the rest of the A320? That's the question. Yeah, I think that, wenn ich auf Deutsch antworten darf, das ist einfach zu früh. Wir spekulieren gerade. Ja, wir haben ein sehr, sehr erfolgreiches Flugzeug, von dem es über 9000 Exemplare auf der Welt gibt, das einen fantastischen Sicherheitsrekord hat, eine Historie an Sicherheit, genauso wie unsere Produkte von Boeing, die es in unserer Gruppe gibt. Und wir müssen das jetzt aufklären, so schnell wie möglich, aber properly. Okay. Zunächst der Kollege an die Frage. Von Servus TV, eine Frage an den Herrn Scheidt. Auf was für einen Unglückshergang lässt das schließen, wenn das also 8 Minuten lang gedauert hat, bis das Flugzeug unten war? Hm. Hat der Pilot noch Kontrolle über das Flugzeug gehabt, wenn er dann wie einsteigen würde? Also sehen Sie mir es nach, ich kann das nicht beantworten, weil es gibt viele, viele Gründe, warum das so gewesen sein kann. Ob das bewusst gewesen ist, unbewusst gewesen ist, es ist alles wilde Spekulation und ich tue mir sehr, sehr schwer damit, jetzt wirklich eine Aussage zu treffen, was wirklich der Grund ist, warum der Kollege den Sinkflug eingeleitet hat. Also deswegen kann ich Ihnen diese Frage so aktuell nicht beantworten. Wir müssen tatsächlich klären, was die Gründe sind. Dafür brauchen wir die Blackboxes, wir brauchen Informationen von Unfallstelle und dann müssen wir das gemeinsam mit den Behörden, den französischen, den spanischen und aber besonders auch den deutschen Behörden klären und werden das jetzt auch sehr zügig, also wirklich sofort angehen. Also das heißt, er hat das schon bewusst eingeleitet? Das kann ich Ihnen nicht sagen, ich weiß es nicht, das ist ja genau die Frage. Ich glaube, ja, das die müssen wir klären, ob das bewusst war oder unbewusst war. Wir können tatsächlich nicht spekulieren. Genau. Wir wissen, das sind die Daten, die wir durch den Radarkontakt kennen. Zurzeit, wenige Stunden nach dem Unfall, gibt es keine weiteren Daten, die uns zur Verfügung stehen. Der Kollege Ganz. Ich kann es. Wir werden die Nationalitäten der Opfer, sobald wir sie zweifelsfrei und für jeden Einzelfall kennen, auch bekannt geben. Im Augenblick kann ich Ihnen die Frage nicht beantworten. Okay. Wie viele A320 sind also ich kann Ihnen die genaue Zahl nicht sagen. Ich weiß, dass es mehrere hundert sein werden, die für die Lufthansa-Gruppe fliegen. Für die Germanwings sind es zurzeit etwas über 60, die für Germanwings fliegen. Für die gesamte Lufthansa-Gruppe sind es mehrere hundert. Und seitdem es das Flugzeug gibt, sind mehrere tausend in Betrieb genommen worden. Also wie Sie verstehen können, wir möchten zurzeit keine Informationen, bevor nicht alle Angehörigen informiert sind. Wir werden Sie alle, sobald das passiert ist, auch bei nächster Gelegenheit dazu informieren. Nora Gottschalk kann jetzt gerade online. Immer wieder sieht man im Internet oder auch im Fernsehen Karten von beispielsweise Portalen flightradar24.com. Ja. Wie wichtig sind solche von Usern gesammelte Daten für die Ermittlungen? Also da kann ich tatsächlich was dazu sagen. Primär stützen wir uns natürlich auf die Daten, die wir von der Radarkontrolle aus Frankreich bekommen. Alles andere ist nicht validiert und wird auch, denke ich, nach einer gründlichen Überprüfung der validen Radardaten aus Frankreich somit nicht für eine Unfalluntersuchung herangezogen. Ich würde jetzt die letzten Fragen zulassen, damit wir uns auch wieder um den Unfall kümmern können. Bitte schön. Haben Sie Informationen zu der Absturzstelle? Ist die schwer zugänglich? Ist das in ein dünn besiedeltes Gebiet? Ist die nächste Ansiedlung weit davon entfernt? Sind da auch schon wirklich teilweise Kräfte von Ihnen bereits vor Ort oder auf dem Weg? Also wie sieht das dort momentan vor Ort aus? Können Sie das sagen?
Ja, da kann ich was zu sagen. Es ist aktuell so, dass wir einen sogenannten Mission Flight organisieren werden, wo wir Kollegen von uns, Kollegen aus der Lufthansa-Gruppe, dort hintransportieren werden mit einem Flugzeug und dort wahrscheinlich auf einen Hubschrauber zurückgreifen werden, um an die Unfallstelle zu kommen. Also es ist tatsächlich wohl so, dass diese Unfallstelle nur schwer zugänglich ist und deswegen müssen wir halt dann jetzt auf solche Maßnahmen zurückgreifen. Okay, dann hat sich der Kollege hier vorne doch eine Frage erledigt. Frage zu Haltern. Ja. Super, dann dort die letzte Frage bitte. Also wir haben um die Uhrzeiten nochmal, die uns jetzt vorliegen. Departure war um 10.01 Uhr in Barcelona. Die reguläre Flughöhe ist um 10.45 Uhr erreicht worden. 38.000 Fuß sind knapp 12.000 Meter. 12.000 Meter. Die reguläre Flughöhe wurde circa, das sind unsere Informationen, zur Stunde eine Minute beflogen, um sie um 10.45 Uhr wieder zu verlassen. Und zur Frage der Kommunikation im Cockpit, der Herr Scheib, bitte. Also die aktuelle Information ist, die wir bekommen haben, dass es keine Kommunikation gab für diesen Sinkflug. Das heißt, es wurde keine Freigabe von den Radarlotsen, den französischen Radarlotsen, beantragt, um die Flughöhe zu verlassen. Das ist der Stand der Information jetzt. Wir werden dann, das wollte ich gerade sagen, wir versuchen jetzt alles. Ich würde Sie bitten, Verständnis zu haben, dass wir jetzt wieder in den Krisenstab gehen, um uns um das Flugzeug, um die Angehörigen zu kümmern. Wir würden Sie informieren, sobald gesicherte Informationen vorliegen. Ich gehe davon aus, dass es noch heute sein wird, dass wir Sie wieder einladen. Ich hoffe, innerhalb der nächsten Stunden. Dankeschön. Dankeschön.